von Rönne. Herzlich willkommen auf der Equitana. Im Katmos Verlag ist Ihr Buch Dressur richtig vorbereitet erschienen. Vielleicht erzählen Sie uns kurz, worum es geht. Dressur richtig vorbereitet ist entstanden aus dem Wunsch vieler Reitschüler, die mich gebeten haben, einmal meinen methodischen Weg, um die Dressurarbeit richtig aufzubauen, zu erklären. Das Buch ist in eine ganz kurze Zusammenfassung geworden. Und zwar beginnt es mit dem Leichteren, zum Schweren und zeigt ganz genau Lektionen mit Erklärungen, mit Hinweisen zur Verbesserung und mit dem Hinweis auf Aufmerksamkeit auf die Fähigkeiten. Wie sind Sie dazu gekommen, das Buch zu schreiben? Hinweis meiner Reitschülerin gewesen, die gesagt hat, das wäre doch eine schöne Möglichkeit, wenn wir das im Buch, was ich da alles erzähle, einmal zusammenfassen. Alles klar, vielen Dank. Um Sie jetzt persönlich ein bisschen besser kennenzulernen, werde ich Ihnen kurz Entweder-Oder-Fragen stellen, die Sie am besten möglichst spontan beantworten. Also, lieber Fisch oder Fleisch? In der Perifischen Methode ist lieber Schokolade oder Weingummi? Die Bewusstheit der Pferde in ihrem Körper. Lieber Kuchen oder Torte? Das heißt, wir machen. Trinken Sie lieber Kaffee oder Tee? Füllunterricht für die Pferde. Fahren Sie den Urlaub lieber an den Strand oder in die Berge? An den Strand. In jedem lieber tauchen oder klettern im Urlaub? Klettern. Zu Hause sind. Fahren Sie lieber mit dem Fahrrad oder mit dem Auto? Sehr bewusst. Mit dem Auto. Sehr gezielt. Jetzt geht es ums Musikalische. Gehen Sie lieber ins Musical oder in die Oper? Und wenn Sie jetzt ins Musical. Schreiben Sie lieber einen Brief oder eine E-Mail? Geht ja auch schneller. Lieber Spinne oder Chamäleon? Lieber Spinne oder Chamäleon? Ja, was ist denn lieber? Lieber Jeans oder Stoffhose? Jeans. Lieber Sommer oder Winter? Sommer, absolut. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.